Sehr schön. Ja, also noch mal kurz ein paar Motorteile holen. Okay. Ich glaube, so 10 Stück müssten reichen. Genau. Dann haben wir auch, glaube ich, genug Munition. Aber ich würde gerne wissen, warum das halt nicht funktioniert. Ja, wir brauchen noch irgendwas für die Seitensteuerung, ne? Sehe ich gerade. So, Metallgerüst haben wir. Herstellungskomponenten 2 Stück. Okay. Das müssen wir auch noch gleich korrigieren. So, 30 Herstellungskomponenten, ein bisschen Motorteile, okay. Das lässt sich auch schnell machen. Ja, die meisten Sachen brauchen ja wirklich nicht so viel. Ich mach doch mal 100, das war jetzt eigentlich Schwachsinn, das so zu machen, aber ey, egal. So, was brauche ich noch? Metallgerüst könnten wir eigentlich ein paar machen. Wo habe ich das denn? Hier. Machen wir mal 20 Stück. Ich denke, das ist erstmal genug. Und Motor hatte ich gesagt, ne? Jupp. 20 mit. Ich weiß gar nicht, wie viel? 30, glaube ich, ne? 30 Stück waren das, glaube ich, die wir brauchten. Hm, warten wir ruhig. Na, echt nicht viel Eisen, ne? Wobei, ach, hier, guck mal, da, doch. Hier insgesamt und... Er schafft nicht alles hier rüber zu ziehen. So, ich ziehe das aber mal hier rein, weil... Eigentlich ist es egal, weil es geht eh schnell, aber naja. Ich habe dann lieber die wichtigen Materialien da drin. Da hinten ist er. Das heißt, er müsste jetzt hier irgendwo sein. Ah, man sieht die Viecher immer so schlecht, finde ich, ne? Irgendwo hier oben vielleicht. Ja, kann es ja sonst wo rumfliegen. Ach, ätzend. Wenn wir den Graben haben, ist was anderes. Oh, da, hier, guck mal. Da liegt er. Schon wieder diese Energiezellen. Aber gut, wichtig, kostbar und wir brauchen sonst auch viel Ressourcen. Von daher, ja, ist schon okay. Gut, machen wir das Triebwerk kurz fertig hier. Das heißt, wir haben genug Auftrieb. Wir können landen, wir können nach vorne und hinten fliegen. Wir können bloß noch nicht seitlich fliegen. Müssen wir noch ändern. Mhm. Dann überlegen wir das designtechnisch verpacken. Hier hinten vielleicht? Ja. Schwierig. Oh, die Triebwerke hören sich dann, ne? Ja. Ich mag das, diesen Sound. Das hat echt was. Ja, wie machen wir das? Ich würde es wirklich gerne hier mit hinsetzen. Jetzt bin ich schon überlegen, ob wir das hier umbauen. Das machen wir, glaube ich, mal. Dass ich so eine Art Rahmen setze damit. Okay, gut, das hat Gott sei Dank gehalten. So, und dann, ja, genau, dann einmal das hier switchen. Genau. Vielleicht eins zu... Nee, ich glaube, das passt. Ich glaube, das ist so gut. Das heißt nicht, ich komme da nicht ran. Boah, das hasse ich ja wie die Pest, ne? Wenn sowas passiert, ich komme nicht ran. Und muss dann hier praktisch das nochmal setzen. Dann so. Das habe ich da auf der anderen Seite auch gehabt, wegen dem Färben. Und da musste ich... Aber da habe ich keine Lust gehabt, das nochmal abzusetzen. Da wollte ich nicht. Da habe ich dann echt keinen Bock auf. So, wir könnten jetzt nämlich färben. Das geht auch außerhalb des Kreativmodus. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ginge nur im Kreativmodus, aber ich wurde... Ach, Mist, verdammt. Schon wieder selbst wieder. Toll. So. Ja. Ja, super. Immer wieder denselben Fehler machen. Irgendwann lernt man es dann, hoffe ich mal. So. Noch einmal das und dann... Halt. Ja. Toll. Halt. Nein, nicht das. Das hier. Ist ja schlimm. Also wirklich. Ja, das mit dem, von diesen komischen Schrägen, das Anvisieren ist echt ätzend, weil er dann oftmals irgendwie was anderes, was daneben ist, anvisiert und, naja, was soll's, man kann es glaube ich nicht ändern. Ach, herrlich. So. Dann das große Triebwerk, genau, dann nehmen wir 2 große. Dann haben wir das nämlich gleich gelöst in einem, das Problem. Jetzt haben wir natürlich eine ungerade Zahl, was ein bisschen ätzend ist. Entschuldigung.
Dann nehmen wir kleine Triebwerke. Was sind, wenn ich die kleinen nehme? Ja, dann könnte man wirklich das so hier hinsetzen. Ja. Wobei, ich muss das da hinsetzen. Nee, es geht nicht. Dann kann ich auch große nehmen. Komm, nehmen wir hier gleich. Dann nehmen wir doch ein großes, setzen das hier hin. Obwohl, nee, das passt dann auch wieder nicht, ne? Ja, und hier kann ich es nicht hinsetzen. Ach, ist doch doof. Also die kleinen. Dann doch die kleinen. So, das ist so. Warte mal. Reichen zwei Stück? Na, eigentlich nicht, ne? Nee. Sie das jetzt echt noch ein Stück länger machen nach hinten? Ja, ich glaube schon. Ich hätte gerne drei Stück auf jeder Seite. Ich hoffe, das reicht aus. Müssen wir mal gucken, wie dann die Flugeigenschaft ist hier. In der Atmosphäre, aber ich denke, das lässt sich aushalten. So. Energie ist gering. Ah, okay. Ist ja schön für die Energie. Ja, herrlich. Ja, wir sehen es, ne? Ja, ja, hier. Jetzt hat er schon wieder Falschen anvisiert. Oh, nervig. So, das reparieren. Dann machen wir es jetzt einfach hier so und dann... Dann kommt der hier. Genau. Ah, ja, das ist besser. Sieht auch, glaube ich, ein bisschen angenehmer aus, weil es dann wieder etwas hervorsteht, während hier ja noch dieses grüne Zeugs ist. Ja, und das ist wieder so rahmenmäßig. Das ist, glaube ich, ganz okay. Jetzt bin ich natürlich am überlegen, wie wir es machen. Ob wir das dann so machen? Mit einem sehr spitzen Winkel. Nee, nee, das machen wir anders. Das werden wir dann doch eher anders machen, glaube ich. Genau, und dann... Ich glaube dann das. Ja, das müsste ganz gut aussehen. Was dann hier? Na, na, noch. Es mag mich heute nicht. So, genau. Und dann kann ich ja zum Beispiel hier jetzt wieder rückläufig werden. Was weiß ich, nehmen wir dann hier das, genau. Und... Wie sieht das aus? Bisschen ätzend, oder? Ja, so ein bisschen ätzend sieht's aus. Vielleicht sollten wir oben drauf das einfach generell so halten. Nee, wir machen das noch ganz anders. Warte, nee, gut. So. Das heißt, du hier auch weg. Genau. So und so. Dann nochmal meine Lieblingsblöcke aktuell. Mhm. Achso, das kann ich hier hinten auch gleich machen. Wenn ich die schon so eine richtigen Ausrichtung habe. Wollte mir gleich nochmal den Kopf zerbrechen, wie ich das drehen muss oder sowas. Ah, ja, schon. Ach, verdammt, hier Tastatur daneben gegriffen. Ich glaube, ich muss mir mal eine andere Tastatur irgendwann zulegen. Also die ist echt ganz okay hier. Aber es ist halt so eine normale, keine Gaming-Tastatur. Genau, und dann den hier dazwischen. Gucken. Ja, guck mal, das sieht doch gleich schon viel besser aus. Also nicht so exorbitant viel, aber es sieht besser aus. Jetzt müsste man natürlich das unten drunter vielleicht auch noch entsprechend hier ändern. Das ist dann eine ähnliche Form hat wie das da oben. Also hier das hier praktisch wegnehmen. Ja, das sollten wir auch tun, denke ich. Na, haben wir's? Ja, sehr schön. Genau, und dann... Ah, sehr hübsch. Dann können wir auch seitlich fliegen. Brauchen wir noch ein Gyroskop? Ich habe das immer so überlegt mit dem Gyroskop. Ich habe das nie großartig beachtet. Für mich war es einfach okay, Gyroskop dran, den kann ich halt steuern in alle möglichen Richtungen. Habe aber nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe halt immer nur gesehen, ja, viele bauen halt mit sehr, sehr vielen davon. Dachte mir so, hä, warum machen die das denn? Einfach nur so der Optik halber oder warum machen die das? Und habe jetzt nochmal im Wiki nachgeguckt und nee, es hat wirklich einen Sinn. Und zwar je mehr Gyroskope, desto besser ist die Steuerung des Ganzen. Ah, Magnesium, sehr schön. Ja, die finden praktisch das, was ich brauche, Munition herzustellen, damit ich euch vernichten kann. Sehr gut. Gefällt mir. Gerne weitermachen.
So, gucken, wie sieht's denn aus munitionstechnisch. Na, siehste, bastelt er schon weiter. Dann gucken wir mal hier. Das wird das wieder verteilen. Ich muss es ja verteilen, das funktioniert ja sonst nicht. Was ist ich hier nochmal? 5. So halt. Genau. Dann hier 3 Stück. Und hier ist gar nichts. Sehr gut. Noch besser. Es ist so ätzend, ne? Ich weiß auch nicht, ob der bei Bedarf dann vielleicht verteilt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also das Ding können wir hier vielleicht nochmal 3 drauf machen. Ist er vielleicht überall auch nochmal 3 Stück. Dann hier, alles hin. Der kriegt ja hier gleich Neues, von daher ist das nicht so dramatisch. Dann nehme ich mir lieber die anderen Sachen. So, weg damit. Und dann wieder her, so. Da fliegt er schon. Guck mal, da fliegen sie. Gucken wir gleich mal nach. Ich glaube, hier liegt er. Da ist er. Stahlplatten? Ja, schon wieder das. Also das davon sind echt viele dabei, ne? Ja, das muss man wirklich sagen. So, und der andere, sehen wir die vielleicht noch? Ist der hier irgendwo? Ach ja, komm schon. Nicht so viel rummeckern immer. Ne, ich sehe nichts. Gut, dann tanken wir mal schnell lieber auf, bevor jetzt hier unser Computer uns noch mehr anmeckert und sagt, nee, es geht nicht. Oh, hier liegt einer. Oder hatte ich den eben schon? Nee. Sehr, sehr gut. Aber den hatten wir, oder? Ja, den hatten wir wirklich. Das ist ganz schön krass, wie nah die rankommen. Das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht überzeugt von, dass das wirklich gut und effektiv ist in unserer Verteidigung. Müssen wir echt dran arbeiten. So, kurz das anwerfen. So. Ja, sehr produktiv hier, das gefällt mir. Ich hoffe natürlich wirklich, dass vielleicht das mit den Piraten auf Dauer ein bisschen verändert wird, dass man hier auch eher von den Piraten bedroht wird, nicht so von diesen Hunden. Und dass man im Vergleich zu anderen Sci-Fi-Survival-Games vielleicht das auch mal schafft, ein bisschen mehr dieses Survival mit einzubinden. Sprich, Essen, Trinken, Schlafen finde ich immer sehr gut. Obwohl es mit Schlafen nicht unbedingt sein muss, ne? Der fliegt durch die Gegend. Er ist wahrscheinlich irgendwo ganz weit, weit weg gelandet. So, gucken, brauche ich irgendwas? Ne, ich glaube, ich habe alles dabei. So, halt, nee, Motoren. Motoren brauche ich. Motoren, definitiv. Ja, das müsste reichen. So, aber es ist echt ganz gut, wenn man zwischendurch mal im Wiki guckt und man kann nicht alles wissen. Und so habe ich definitiv für mich dann den Schluss gefasst, werde ich ganz, ganz viele Gyroskope in Zukunft immer dran knallen. Was weiß ich, bei so einem kleinen Schiff vielleicht so 8 Stück, damit die Steuerung entsprechend gut ist. Gutes Ansprechverhalten hängt natürlich von der Anzahl der Motoren ab, ne, das ist auch klar, aber zumindest, wenn die Steuerung dann smoothier ist, dann bin ich natürlich auch sehr glücklich und zufrieden damit. Das sieht echt so aus, als ob wir das gleich fertig haben. Sehr geil. Hammerhart. Sehr gut, so, dann das noch wegnehmen hier. Oh, nee. Hier nichts irgendwie kaputt machen. Das sehe ich jetzt nicht ein. Das muss nicht noch sein. Nee. So. Sehr schön. Muss ich jetzt nur noch eine Antenne dran setzen? Genau. Oh, hier fehlt was. Guck mal. Da fehlt doch was. Dann habe ich den wohl aus Versehen abgebaut. Das ist nicht gut. Naja, es ist jetzt nicht dramatisch, ne? Mist. Auch. Falsch noch. So. So rum jetzt, ne? Ja. Das ist mit dem Drehen manchmal so ein bisschen. Also ich zumindest finde es manchmal immer noch sehr störend. Okay, ja, das sieht doch gut aus. Ich glaube, das ist echt okay. Dann machen wir hier, damit das hier geschlossen wirkt, machen wir das jetzt so. Genau. Ha. Das Gyroskop oder die Gyroskope könnte ich jetzt eigentlich da oben drauf setzen. Dann ist das eigentlich ganz gut versteckt, denke ich mal. Jetzt gucken. So, erstmal Antenne. Antenne ist wichtig.